Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 2 Updates und 17 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Bernhard und Sebastian für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates, und zwar kommt das erste Update für den PB5-032 von BlendArt, Koloschnik Junior und TTCheck Modding. Downloadgröße 11,24 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, fixe Kamerahöhe in der Shop-Ansicht. Das nächste Update kommt für die Biogasanlage 150 kW von Vertex Design. Downloadgröße 35,33 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Heu und Strohballen können jetzt abgeladen werden. Tippfehler gefixt, der Stroh sehr wertvoll machte. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod, und zwar ist dies der Kais IH Optum Tier 4B von Blauea, Downloadgröße 20,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit einer Leistung von 273 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 410 Liter und 96 Liter DEF. Maximalgeschwindigkeit ist bei 50 km/h, das Gewicht 10,6 Tonnen und der Preis 229.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Motorenausführung, da haben wir den 250er mit 273 PS, den 270er mit 288 PS und den 300er mit 313 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Spezial, Schwarz und Grau. Und Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Schwarz und Weiß. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das das Crossetto SPL Pack Zusatzfunktionen. Das kommt von Didi Mod Passion, Downloadgröße 0,2 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Da ich diese Mod schon vor kurzem komplett vorgestellt habe, gehe ich nur durch die Zusatzfunktionen, die hinzugekommen sind. Und zwar heißt es hier Zusatzfunktionen. Die italienischen Nummernschilder haben neben der spezifischen Logos und der gelben Farbe die Besonderheit, dass sie ein quadratisches Schild mit der Bezeichnung R verwenden, das den gleichen Inhalt wie das Fahrzeug hat. Unterstützung für Schmierfett, Verbrauch berechnet auf der realen Streufläche. Und Kahi-Helfer, der Anhänger, bekommt den Status der Streuschnecken. Die nächste neue Mod heißt Adurante R200A Zusatzfunktionen. Diese kommt natürlich auch von Didi Mod Passion, Downloadgröße 0,16 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Auch hier haben wir vor kurzem diese Anhänger im Detail betrachtet, daher auch hier nur den Zusatz. Die italienischen Nummernschilder haben neben der spezifischen Logos und der gelben Farbe die Besonderheit, dass sie ein quadratisches Schild mit der Bezeichnung R verwenden, das den gleichen Inhalt wie das Fahrzeug hat. Unterstützung für Schmierfett. Es wurde ein neuer realistischer Entleerungsmodus hinzugefügt. Info: Um die Entleerungsmenge zu erhöhen, müssen Sie vorwärts fahren und bremsen. Neue dynamische Entleerungsgeschwindigkeit hinzugefügt. Wir kommen zum Don 20NPP. Dieser kommt von Rus Agro T. Downloadgröße 16,65 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Überladewagen mit einem Standortvolumen von 20 Kubikmetern, einem Gewicht von 3,9 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 16,1 Tonne, braucht 150 PS und kostet 12.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf mit Aufbau. Und zwar wird dann das Ladevolumen erhöht auf 24 Kubikmeter. Beim Design kann die Schriftart oder die Aufschrift geändert werden. Es gibt hier 3 Optionen. Dann bei der Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Rot 2 und Grün. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Gelb. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Rot und Gelb.
Wir kommen zum Krampe Big Body 750. Der kommt von Axe Diamond. Downloadgröße 6,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 20 Kubikmetern, wiegt 7,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 16,5 Tonnen und der Preis liegt bei 35.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann gibt es beim Design die Warntafeln, die hinzugefügt werden können oder entfernt werden können. Das sind diese Warntafeln hier. Dann beim nächsten Design gibt es entweder ohne oder mit Podest. Das ist das Podest hier. Dann die Kapazität kann natürlich erhöht werden und zwar auf 37,5 Kubikmeter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Grün, Schwarz, Grau, Grau 2 und Tannengrün. Und die Designfarbe hat dieselbe Farbkonfigurationsauswahl, die ausgewählt werden kann. Auch bei der Felgenfarbe gibt es noch die weiße und die rote Option. Die nächste neue Mod heißt Lizard Unterbauch Anhänger, kommt von Mantrit, Downloadgröße 5,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger standardmäßig mit einem Volumen von 80.000 Litern, wiegt 7,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 80 Tonnen und kostet 90.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden, einmal Dual Tank, das heißt es gibt hier dann zwei Tanks, die unterschiedlich und individuell gefüllt werden können. Dann gibt es die Single Tank Version, die dann das Volumen anwachsen lässt auf 110.000 Liter, was schon mal eine riesengroße Menge ist. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Continental, Michelin, Friedestein, BKT, Mitas, Nukin Tires und Trelleborg. Dann gibt es die Rundumleuchten-Konfiguration, die kann vorne hinzugefügt werden, einmal hier vorne, hinten und natürlich alle beide. Seitenaufkleber können gewählt werden zwischen lang, klein oder keine. Abziehbild Lizard Logistik lang, das betrifft natürlich die Beschriftung auf der Abdeckung. Da gibt es verschiedene Optionen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Palette. Die Designfarbe natürlich auch und natürlich auch die Felgenfarbe. Wir kommen zum Case Ecolotil 2500. Dieser kommt vom ARM Team. Downloadgröße 4,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 3,3 Tonnen, braucht 310 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis ist bei 80.000 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von 3-Punkt zu Aufbau, das heißt, er kann dann auch gezogen werden, muss also nicht getragen werden oder zurück. Aufgepasst, der lässt sich also nicht sehr klein zusammenklappen. Der wird wahrscheinlich immer noch 5 Meter Arbeitsbreite oder Werkzeugbreite hier haben. Also auf engen Straßen muss ein anderer Weg gefunden werden. Als nächstes kommen wir zum Rau Onyx. Dieser kommt vom Paolo 5090R, Downloadgröße 6,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 5,4 Tonnen, braucht 110 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Preis ist bei 8.000 Euro. Wir kommen zum Lizard PB5-032. Dieser kommt von BlendArt, Downloadgröße 8,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Auch dieses Pack haben wir auch schon vor kurzem mal angeschaut gehabt. Damals war es nur für die PC- und Mac-Version, da die Lizard-Variante nicht ausgewählt war. Das heißt, dies war noch eine gebrandete Marke. Jetzt ist die Lizard hinzugekommen, hat aber dieselben Voraussetzungen, wie das eben bei dem PB5032 der Fall ist, der ja heute auch ein Update bekommen hat. Wir gehen nur einmal ganz, ganz kurz durch. Das ist eine Walze, wiegt 3,4 Tonnen, braucht 54 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 30.000 Euro. Die Walzen können gewählt werden zwischen glatt, Zahnrolle, Cambridge oder wieder glatt. Die Hauptfarbe kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden. Die Hydraulikfarbe kann aus dieser Palette ausgewählt werden. Die Farbpalette aus derselben und die Felgenfarbe natürlich auch.
Dazu kommt noch eine ganz normale Wiesenwalze. Die wiegt 800 Kilo, braucht 15 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 5000 Euro. Hier kann gewählt werden beim Rahmen links falten, rechts klappen, was wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler ist, Rahmen eingeklappt und Standard. Das heißt, wenn man die beide aufklappt, dann kann man hinten nochmal jeweils eine Walze anhängen. Dieselben Optionen haben wir hier glatt, Zahnrolle und Cambridge und die Farbe natürlich haben wir auch schon gesehen. Wir kommen zum Robert BV 3002. Dieses kommt ebenfalls von Paolo 5090R, Downloadgröße 12,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Gerät wird hier angegeben als eine Schaufel, die alles aufnehmen kann. Da gibt es verschiedenste Versionen, das sehen wir uns gleich an. Hat ein Ladevolumen von 3 Kubikmetern, wiegt 1,4 Tonnen und kostet 11.000 Euro. Design, da gibt es Optionen, und zwar einmal die Krokodilkralle, dann gibt es den Krallenarm, eine gelenkige Siloentnahmefräse, eine feste Siloentnahmefräse, eine Schneidebacke und wieder ohne Option. Und hier an den Seiten, das kann hochgeklappt werden, wenn zum Beispiel Tiere gefüttert werden müssen. Ankopplungstyp gibt es die Manitou-Version, den Teleskopladerversion, die Kompaktladerversion, die Radladerversion und zurück. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Hundehütten, kommt von Fuzo, Downloadgröße 12,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Werden natürlich gefunden im Baumenü unter Tiere und Sonstigem. Das sind diese drei verschiedenen Hütte, die hinzugekommen sind. Jeweils 100 Euro, einmal die mit dem runden Einlass, einmal eine dunklere und einmal diese hier. Wir kommen zu der mittleren Garage. Diese kommt von Matei Mods, Downloadgröße 17,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Das ist diese Garage hier. Kostenpunkt zum Platzieren 90.000 Euro, Unterhalt pro Tag 30 Euro und generiert durch die Solarkollektoren bis zu 2.880 Euro pro Monat. Die Animation ist schön gemacht. Das ist diese hier, Halle hier. Hat hier jetzt ein Tor, hat hier vorne 5 Tore. Hier kann das Licht eingeschaltet werden, wieder ausgeschaltet werden. Ja, das ist diese hier. Wir kommen zu der rustikalen Hütte. Diese kommt von Elk Mountain Modding, also dem Modder, der die Elk Mountain Karte erstellt hat, Downloadgröße 49,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Hütte, da kann man reingehen, sehr, sehr schön ausdekoriert. Richtig schönes Farmhaus. Gibt es hier natürlich den Schlaftrigger, also und hier haben wir natürlich die Umkleide. Und man kann hier auch noch ein bisschen hochgehen. Und dann gehen wir auch gleich zu der nächsten neuen Mod. Und zwar ist dies das gewölbte Gebäudepaket. Kommt von Michael LS, Downloadgröße 19,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und da gibt es drei Optionen. Zwei davon in Gebäude im Baumenü und zwar unter Hallen gibt es der gewölbte Schuppen und dann gibt es die gewölbte Garage. Und die dritte Option gibt es unter Tiere und Kühe. Da gibt es den gewölbten Kuhstall. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 20.000 und 27.000 Euro. Die Kosten belaufen sich zwischen 20 und 30 Euro pro Tag. In diesen Kuhstall passen 40 Kühe rein. Gibt natürlich auch hier die Animation zum Öffnen der Türen. Hier muss also der Mist rausgeholt werden mit einer Schaufel. Also das ist nicht so, dass da quasi ein Misthaufen daneben gestellt wird. Hier muss man definitiv den Stall sauber machen. Hier kann Heu oder was das Futter reingefahren werden und hier kann Stroh reingebracht werden. Es funktionieren in beiden Fällen auch Ballen, also Heu und Strohballen funktionieren in diesem Stall hier. Wir kommen zu der Paletten- und Ballenlagerhalle. Diese kommt von John Wayne 1930, Downloadgröße 0,74 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude, Silos
Und dann finden wir diese Paletten- und Ballenlagerhalle mit einer Kapazität von 8 Millionen Liter. Und da können natürlich Ballen und natürlich Paletten gelagert werden. Wir kommen zu den EU-Fabriken. Diese kommt von 20 mm Normandy. Downloadgröße 12,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Sind natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Da gibt es zum einen die Molkerei, die hier kommt, und zum einen die Getreidemühle. Preis zwischen 70.000 und 96.000 Euro zum Platzieren. Und natürlich kann in der Molkerei produziert werden Butterkäse und Schokolade. Und natürlich in der Getreidemühle kann Mehl hergestellt werden aus Weizen, Gerste, Hafer und Sorghumhirse. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese nachfüllbare Tanks. Dieser kommt von Puma 145. Downloadgröße 10,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Da gibt es einen Treibstofftank, einen Düngertank, einen Saatguttank und natürlich den Wasserturm. Und natürlich gibt es hier noch den Kalktank, der auch aufgestellt werden kann. Kostenpunkt zum Hinplatzieren zwischen 500 und 5000 Euro. Unterhalt pro Tag ist überall bei 25 Euro pro Einheit. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne dein Like oder deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos zu den Mods und anderen Inhalten verpassen möchtest, dann hol dir gerne das Abo ab. Es kostet nichts. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle. Ja, dann würde ich sagen, bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.